Oh. Moin, Leute. You're still full of shit. A lot more people here than I thought. Are the musicians too? Talia collects dreamers dumb enough to pick fights with Anton's Ministry of Culture. I just make sure they aim the barrel away from the face. Thought I was the only dropout. Papa was a drill instructor. Family's 5th-gen army until me. What happened? Expelled. When Papa found out I turned from his favorite daughter into a freak. His words. Shit. Just trans in the military, compai. I was lucky. Talia caught me trying to steal her gear, but instead of turning me in, she gave me a deck. Libertad can help all of you here. Libertad? When Castillo won, we led riots with Clara. And what did it get us? Clara runs off to play guerrilla, Talia gets thrown into Maria Marquesa's bullshit academy, and have to take a big fucking debt to get her out. From who? Bembe, black market smuggler. Once he's paid off, Talia and I are off this fucking rock. Let me take some debt, Paolo. I don't do handouts. Okay. Why'd you leave the military? Punch my drill instructor in the throat. I'm not a morning person. Segunda. Bembe deals in the church. Okay, Leute, dann... Oh. Talia. So now you want to talk to me? No, I want to see you. Meet me at the Zoo by La Batidora. And don't tell Paolo. You'll drag me back to that fucking swamp. Okay, jetzt aber willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 6 und wir machen sofort mit der Mission, die wir gerade bekommen haben, weiter. Und zwar müssen wir uns mit Bembe treffen. Oh geil, wir öffnen kurz den armen Vogel hier. Gracias. Kein Ding, aber ich muss leider schon wieder weiter. Ja komm, wenn wir schon mal hier sind. Ich weiß nicht, ob letztes Mal eine verpasst, aber egal. Bembe ist in der Kirche. Wonder if he's asking for forgiveness. Clara, I need to help Paolo pay off a debt to some black market smuggler named Bembe. Do whatever it takes, Danny. If Paolo was able to build that camp on the run, imagine what he could do for Libertad when he decides to fight. Understood, Clara. Understood, oh. So, ich würde da jetzt gerne von oben irgendwo reinkommen. Aber anscheinend müssen wir da von vorne rein, wa? You Bembe? I know a city when I see one. Moin, Bembe! What's wrong with Ola, asshole? Try to fuck me, Danny Rojas. I sell your organs to the Yankees. And I know if I shoot you, Paolo's death disappears. No. You have rules. You might kill, but you're no killer. Mierda, you got me. So what does that make you? I kill guerrillas. I also kill soldiers. It's just business. Easy to pretend you're not picking sides. My father was a guerrilla in 67. After the revolution, he put on a crisp military uniform. 3 years later, to his surprise, a fresh new revolution with fresh new guerrillas. They thank him with a bullet to the skull, buried in the same crisp uniform. Are you ready for your uniform, Rojas? It goes both ways. How's that? You were just dressed like a priest. I like you, Danny Rojas. We can do business. Fucking Bembe. Okay. Aber jetzt nicht so ganz gerafft, aber wird schon. I need you to pick up my tea from my business partners. Where are they? At the hotel. My associates are named Dimitri and Vasily. This is a simple job, Rojas. Get me my key, and Paolo will thank you. I don't want Paolo's thanks. I want Paolo's debt cleared. We all do, Rojas. I'll get you this key. Bye-bye. Bye-bye. Okay, ich bin ein bisschen falsch gelaufen, aber wird schon. Okay, die tanzen da ein bisschen. Oh mein Gott, das ist ja... Der ist ja komplett down. Oh, du warst ja doch nicht so down, wie ich dachte. Also, dass er jetzt so lange gebraucht hat, um zu entdecken, dass ich böse bin, ist auch lustig. Ah, nee, nee. Ja, ja, ja. Danke. So, jetzt müssen wir ein bisschen schwimmen, glaube ich. Es sei denn, der Wagen kann er durchfahren, aber nee, kann er nicht. Mal gucken, ob wir auch Crocodogs sind. Aber das ging schon mal easy. Mal gucken, ob wir einfach hier reinkommen. Würde gerne aufs Dach gehen. I thought
thought you should know that there might be some soldiers at the hotel. Might be? Hey, I'm just trying to help you. You don't help people, Bembe. You use them. Who is that? That is a thank you. Hmm. Okay, dann gucken wir mal nach, ob hier oben einer ist. Sniper. Sniper weg. Na, ja, dann gucken wir uns mal hier alles an. See a Russian. What is it? Soldiers? Ah, ich geh nochmal rum. Das sind alle, bis auf da hinten vielleicht noch. So. Weg mit ihm. Okay. Und du weg. Du hast es gehört, ne? Was? Alter, wieso? Wohin ritten der? Alter, was wird denn jetzt sein, Mirror's Edge Move hier? Den da finde ich nicht. Ah. So, dann gehen wir mal nach unten, wa? Moin. Was? Also, du bist er. Ah, okay, nee, du warst nicht der. Ich muss wirklich den da nehmen. So, den Schlüssel habe ich. Bembe, you fucking hijo de puta. So, you got my key. See, I found it on your dead Russian friend. Now, Rojas. The key opens a safe at Via Julia Hotel. I need the black book inside. What's in that book? For you? Paolo's freedom. Dann ist wieder ein bisschen weit weg. Aber naja, auf geht's. Juhu. Ich sag's, wie es ist. Ich wusste nicht, dass das Ding hier ein Maschinengewehr hat. Okay, hier müssen ja die Feinde sein. Ne? Dann kann ich die jetzt eigentlich ja mit dem Ding mal versuchen, ein bisschen abzuballern. Mal nicht auf Sneaky mit dem Bogen. Dann ist das schwer mit der Maus. Das war Uno. Hallo. Hm. Okay, mit dem Ding ist halt irgendwie richtig kacke. Also ohne Witz. Weil das auch so, das hat so eine mega Dead Zone mit der Maus. Ja, das ist ganz, ganz blöde Kacke. Looks like the hotel. And what a surprise. The army is here. Bembe, I'm at the hotel. And so is the army. But I think you already knew that. It's the delicious little surprises that make life worth living. Save me your bullshit. Let me guess. You want me to take them out. You see? This is why I like you, Rojas. Don't kill those soldiers for me. Do it for Paolo. Sag mal, wieso will der nicht... Ah, okay. Der will doch sterben. Moin. Also so langsam bin ich aber sauer, dass der immer noch überlebt. Hallo? Ah. Ja, Bogen ist es doch, Leute. Also. Und die Sniper, die sind irgendwie mega dumm. Oh, aua. Aber ich bin auch nicht so schlau. Schlüssel. Hui. Ah, ich bin im Suchgebiet. Bombe will, was da drin ist. Oh, alles klar. Ich glaube, ich habe den Safe. Nee, das ist so eine Kiste. Was explodiert da die ganze Zeit? Hm. Wieso wird mir das denn jetzt auf einmal angezeigt, dass ich also da hinten hin muss? Ja, egal. Es war doch niemals ein Suchgebiet. Was ist halt weird, hier reinzugehen. Bembe, it's dawn. I got your book. Muy bien, Rojas. Tell me where to meet you. I'm across the north bridge of the hotel. Alles klar, dann gehen wir mal dahin. Ich habe das Gefühl, das ist eine Falle, aber ja, mal gucken. Könnte ich den abschießen? Könnte ich. Lau. Er ist jetzt echt mein Freund. Krass. Buen trabajo, Rojas. Thank you for securing my new port. Thought you wanted the book from the safe. Can't a man have both? We are done here, but you and I still have business to do, Rojas. You've paid off some of Paolo's debt, but not all. What? Don't worry, I have more work for you. Das ist jetzt aber frech. Aber nun denn, die ganze Arbeit, die er noch für uns hat, die machen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Also haut rein, Leute. Tschö.